Ja, herzlich willkommen. Ich begrüße zum heutigen Spinning Workout. Ihr seht schon, wir sind heute nicht im Aktivita, sondern bei Stefan im Garten. Er hat uns freundlicherweise eingeladen, heute mal ein Workout bei ihm persönlich zu fahren. Das nennt man quasi Personal Training. In diesen Zeiten mit 1,5 Meter Abstand natürlich. Ja, aber mit seiner Unterstützung können wir das heute mal hier machen und dieses Ambiente genießen. Ihr braucht nichts weiter als ein Spinningbike. Setzt euch hin, nehmt euch 2 Flaschen mindestens. Es wird heute anstrengend. Wahrscheinlich ein bisschen anstrengender als letzte Woche oder letzte Trainingseinheit. Und ich würde sagen, legen wir los. Macht euch bereit. Wir starten. Moderates bis geringe Belastung. Lied läuft jetzt an. Viel Spaß. Handposition 1, 2 oder 3. Das ist mir relativ egal. Schnuppen sozusagen. Auf hörbare Lautstärke. Das Tempo aufnimmt. Tief. 2, 3, 4. Es geht. Tief. 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 Okay. Sehr gut. Ihr habt ungefähr 3 Minuten, um warm zu werden, um leicht ins Schwitzen zu kommen. Und dann wird es nach und nach, Stufe für Stufe, deutlich anstrengender. Das Schöne ist, ich sehe Stefan im Spiegel da hinten. Er kann sich nicht verstecken. Also, sollte er Mist bauen. Stefan, ich sehe das. Das Tempo halten tief. 2, 3, 4. Seid so nett. Nimmt die Handposition Nummer 2. Das Tempo halten Viertelmeer jetzt. Wechselt auf die 3. Ganz nach vorne. Ein letztes Mal gemütlich. Unterarme auf den Lenker legen. Macht euch klein. Genießt diese Sekunden. Es werden die letzten angenehmen. Lockeren Sekunden. Noch 4. Noch 3. Noch 2. 1. Handposition 2. Bleibt aufrecht im Oberkörper. Das Brustbein etwas rausgedrückt. Blick nach vorne zu mir. Sehr schön. Viertelumdrehung mehr. Jetzt. Handposition 3 in den Stand. Das Tempo halten. Sehr gut. Fürs Aufwärmprogramm. Jumps 4 zeigen. Es geht hoch. 2, 3, 4. Geht tief. 3, 4. Hoch. 3, 4. Tief. 2 Zeiten. Doppelt so schnell. Hoch. 2. Tief. Geht hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. 2 Mal noch. Hoch. Letzte Mal, hoch, bleibt oben, haltet das Tempo. Sehr gut. Wir fahren halbe Position, 4 Zeiten. Heißt hoch, 2, 3, 4. Unterarme auf den Lenker. 4, hoch, 3, 4. Tick. 2 Zeiten. Hoch, 2, tick. Hoch, tick. Hoch. Tick, hoch, tick, bleib oben, halt. Sehr schön. Und das ist das erste Lied des Aufwärmprogramms. Es kommt so einiges. Handposition 1. Good. Noch 4, 3, 2, 1. Setzt euch jetzt. Oh, jetzt geht die Sonne aber richtig hier. Heidewitz. Zwiebellook. Letzten Sekunden. Und bevor es gleich steiler und steiler und steiler geht, schon mal jetzt Viertel mehr. Handposition Nummer 2. Die ersten Übungen, Kombinationen im Stand. Es geht leicht bergauf. Ab jetzt Viertel mehr. Jetzt. Good. Wir werden etwas langsamer. Passendes Tempo an das Lied an. Es geht tief. 2, 3, 4. Tief. 2,
3, 4, seid ihr zu schnell? Habt ihr zu wenig Belastung? Also, auf Nummer sicher, Viertelmeer, jetzt! Sehr gut! Kommt in den Stand nach oben, 3, 2, 1, hopp! Handposition Nummer 3! Wir fahren unsere Standard-Kombis! 4 Zeiten! Wir starten hoch! 2, 3, 4, Liegestütz! 3, 4, Gesäß nach hinten! 3, 4, setzen uns! Dasselbe auf 2 Zeiten! Geht hoch! 2, tief! 2, rück! 2, setzen! Nochmal! Go! Ball! Tief! Rück! Eine Zeit! Hoch! Tief! Rück! Setzen! Hoch! Tief! Rück, setzen, hoch, tief, rück, setzen, hoch, tief, rück, viermal, go, vier, letzte drei, sehr gut, bleib dabei, zwei, letzte Mal, bleib sitzen, zur Belohnung, Viertelmeer, jetzt. Geizt nicht zu sehr an der Belastung. Was soll's? Stefan, Viertelmeer, jetzt! Torben, Viertelmeer, jetzt! Und alle da draußen, halbe Meer, jetzt! Goody. Handposition noch ganz vorne! Es geht in den Stand, zweite Runde. 3, 2, 1, go! Up. Handposition Nummer 2. Oberkörper fest, ab jetzt! Jawohl! Nur die Beine! Sehr gut, das Brustbein etwas raus! Gewicht auf die Beine. Die letzten 4, 3, 2, setzt euch jetzt. Wir werden noch ein bisschen langsamer. Es wird noch steiler. Das ist unser erster Berg. Der erste richtige Berg. Was heißt das? Viertel, jetzt. Ach komm schon, Viertel, jetzt! Geh noch, Viertel mehr, jetzt, go! Nicht schneller als der Beat. Das Tempo tief, 2, 3, 4, tief, 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 tief. Viertel mehr, jetzt! Jedes Mal, wenn's in den Stand geht, Viertel mehr. Das ist nicht freiwillig, das ist, ich schimpfe es mal, kollektiver Zwang. Setzt euch jetzt. Ja, machbar. Stand jetzt. Denkt an die Viertelumdrehung, Leute. Yeah. 4, 3, 2, setzt euch. Halte die Belastung nicht reduziert. Ihr wisst, was im Stand passiert. Viertel mehr, jetzt! Geht so. Setzt euch! Okay, ist bergig. Na, das kommt erst noch. In den Stand, 3, 2, 1, Viertel mehr. Geht so. Darf steil sein. Soll steil sein. Genießt es. Lieber später, Viertel mehr. Jetzt! Okay. 4. Noch 3. Noch 2. Setzt euch. Belastung bleibt. Warm-up gleich geschafft. Und gleich ist so ein dehnbarer Begriff. Ich meine damit in den Stand. Viertel jetzt. Noch 4, 3, 2, 1. Setzt euch, reduziert ein wenig die Belastung. Das Tempo bleibt. Es ist noch keine Pause.
Pause. Also nicht zu früh entspannen. Wasserflasche kommt gleich. Ein Liter haben wir noch. Einmal ziehen wir noch durch. Langsames Tempo. Zumindest zur Eröffnung. Etwas nachjustieren. Tief. 2, 3, 4. Tief. 2, 3. Etwas mehr Belastung. Okay. Immer wenn im Lied ein bisschen zügiger das Ganze wird, erhöhen wir das Tempo. Ihr macht euch bereit, das Tempo ein bisschen gegen den Widerstand. Wer kann doppeltes Tempo? Das Tempo, zack, 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 zack. Halbe Minute. Oh, genießt es. Sehr gut. Noch im Sitzen. Das wird sich ändern. In 3, 2, 1, in den Stand. Ah, sehr gut. Durchhalten. Nicht langsamer werden. Setzt euch. Reduziert das Tempo. Oh, ein bisschen lockerer. Genießen. Short Break. Das wird nicht lange dauern. Zweite Runde. Folgt schon in Kürze. So Leute, für die erste Runde nicht schlecht. Wär's der vierte. Jetzt! Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns ist gerade die Sonne so ein bisschen weg. Das kompensieren wir mit mehr Belastung. Viertel mehr jetzt. Es darf nicht kalt werden. So Leute, ich sehe schon. Ich höre schon. Da kommt was. Zweite zügige Runde in 3, 2, 1. Erhöht das Tempo. Oh, ja. Wer schafft's im doppelten Tempo? Heißt Team 2, 3, 4. Team 2, 3, 4. Stefan, ich erzähle es ganz gerne. Das dauert eine Minute. Ne, volle Minute. Oh. Beine schon müde. Leute, das ist das Warm-up. Da geht's gleich in den Stand. In 3, 2, 1. Hoch geht's. Wenn's geht, haltet diese Kadenz. Oh. Ausruhen gibt's später. In 4, 3, 2, 1, reduziert das Tempo. Oh. Nicht schlecht. Leute, das war's. Noch nicht ganz. Ein Hammer noch. Jetzt kommt die letzte Runde. Oh. Kurz die Pause nutzen. Diese kleinen Sekunden zwischen den Belastungsspitzen. Macht euch bereit. Wer kann? Viertel! Jetzt! Ich würde sagen, erhöht das Tempo ein letztes Mal. Wer schafft immer noch im Double Speed Modus? Oh. Noch 30 Sekunden. Sehr gut. Drei, zwei, ein langsamer. Good. Die Belastung reduziert ihr bitte nicht. Jetzt geht noch ein paar Sekunden bergauf. Mehr Belastung. Ich habe deutlich mehr Belastung.
Lacher lacht da noch. Guckt euch das Gesicht an. Guckt euch dieses Gesicht an. Das wird deutlich schmerzverzerrter werden. Good. Viertel mehr. Jetzt. Letzten Sekunden bis zur Pause. Ah. Belastung etwas reduzieren. Wir sind fast oben angekommen. Good. Belastung raus. Ganz entspannt. Weiter. Es folgt die erste Pause. Das erste kurze Regenerieren. Ihr kriegt ungefähr von mir so, sagen wir mal so, knapp über eine Minute Zeit. Trinkt etwas. Stefan, Prost, Entschuldigung, komm mal ran. Oh. Sehr schön. So. Leute, wenn ich jetzt auf meine Playlist gucke, würde ich sagen, das Schwere dieser Stunde, nee, noch nicht. Das war das Warm-up, Minimum das Warm-up. Also eigentlich Maximum das Warm-up. Es geht schwerer, es geht schneller und es geht deutlich intensiver. Gut, nächste Runde. Wir starten mit 130 Beats. Das ist, ich schimpf's mal, machbar, ohne weiteres. Ja, normalerweise sage ich in meinen Kursen, fertig, wenn ihr soweit seid. Ich habe einen einzigen Teilnehmer. Stefan, fertig, wenn du wieder soweit bist. Bist du soweit? Ja, ist klar, sagt er. Okay, komm. Wollen wir nicht warten. Wir haben auch, oh, kurz vor Mittag. Ich hoffe, die Nachbarn wissen Bescheid. Es wird jetzt ein bisschen lauter werden. Sie wissen Bescheid, oder? Gut, Ordnungsamt steht quasi in Kürze vor der Tür. Gucken wir mal. 130 Beats, moderate Belastung. Wir werden ab und an in den Stand gehen und dann geht's richtig schön bergauf. Los geht's. Jetzt! So, ein bisschen in der Kiste. Weiter in die Vergangenheit. Heißt D, 2, 3, 4. D, 2, 3, 4. Ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen, es werden von überall Shootings gemacht. Also falls ihr euch mal nicht angucken sollte, hier ist eine junge Kameradame, die eben von allen Seiten die Kamera schwenken lässt. Zur Freude meinerseits, der ja Fotos so von sich liebt. Etwas mehr Belastung, jetzt. Okay. Unsere einzige Aufgabe ist es in diesem Track, ab und an im Stand das Tempo zu halten. Werdet nicht schneller, werdet aber vor allem auch nicht langsamer. Ein bisschen mehr Belastung ist erlaubt. Ich will euch da mal nicht flach halten. Wenn ihr soweit seid, 3, 2, 1, in den Stand, hopp! Das Tempo bleibt gefälligst. Ja, kein Problem. Noch 4, noch 3, noch 2. Setzt euch jetzt. Das Tempo bleibt bitte nicht langsamer. Das war die erste Runde und weiß Gott nicht die letzte. Wer wagt es? Viertel mehr jetzt. Das Tempo, Leute. 10, 2, 3, 4. Okay. Na, ich würde sagen, zweite Runde startet in 3, 2, 1, geht hoch. Sehr gut. Oh, jetzt kommt ein bisschen Luft hier. Sehr. Setzt euch jetzt. Okay. Eine, besser zwei Runden müssen wir noch. Zur Belohnung, Viertel jetzt. Handposition 3, ganz nach vorne. Macht euch bereit für die vorletzte Startrunde. Zu Anfang zumindest. Wir starten. 4, 3, 2, hinein. Go! Hop! Kurze Runde.
3, 2, 1, setzt euch einmal. Letzte Mal, ich schwöre. Ihr wisst ja, was auf mein Schwören zu geben ist. 4, 3, 2, in den Stand. Ja, hopp. Ein bisschen noch. Ach, ein bisschen können wir noch. So. Jetzt nochmal ein Lächeln in die Kamera, Stefan. Yeah. Sehr gut. Und. Ne, haben wir noch ein bisschen. Nicht langsamer werden. Nicht langsamer werden. Für 4, für 3, für 2, für 1, setzt euch hin. Ausrollen. Good. Das Tempo drosseln. Habt euch eine Pause verdient. Ihr kriegt sie trotzdem nicht. Haben noch im Programm ein bisschen. Etwas mehr Belastung. An die Wasserflasche dürft ihr natürlich trotzdem zwischendurch trinken fleißig. Je wärmer bei euch, desto mehr bitte trinken. Jetzt geht's deutlich steiler voran. Etwas mehr. Oh, Vorsicht. Knopf im Ohr ist raus. Ja, puh, rechtzeitig. Wenn ihr soweit seid, deutlich mehr Belastung. Hoch geht's. Das Tempo bleibt. Okay. Jawohl. Wir fahren 4 oben, 4 Gesäß nach hinten. Hoch. 2, 3, 4. Gesäß nach hinten. Knapp überm Sattel. 4. Hoch. 2, 3, 4. Zurück. 3, 4. Bleibt oben. Handposition Nummer 2. Viertel mehr, jetzt. Einen kleinen Gruß an die Oberschenkel. Oberkörper fest. Nur die Beine. Sehr gut. So, mal sehen, wie lange die so wollen. Dann ein bisschen. Da ist noch ein bisschen Reserve in den Beinen. Mobilisiert sie bitte jetzt. Letzten 8, 7, 6, 5. Go 4. Für 3. Für 2. Für 1. Setzt euch. Nicht reduzieren. Bitte nicht reduzieren. Ich kann mir vorstellen, da kommt noch was. Wir sind noch nicht oben. Viertel mehr jetzt. Oh. Handposition Nummer 3. Halbe mehr, Stand. Wow. Setzt euch, haltet die Belastung. Gut so. So, Ende ist in Sicht, aber nur ganz entfernt am Horizont. Bisschen haben wir noch. Oh. Was sagen die Beine? Sagen Viertel können noch? Bitte jetzt. Ah. Letzten 4, 3, 2, 1. Ein bisschen reduzieren. Nicht ganz raus. Der Rhythmus bleibt. Das Tempo fast identisch. Weiter. Gut. Denkt an die Getränke. Ah, halten wir aktiviert an die Kamera eigentlich? Hey.
So Leute, ich lasse mich gerne darüber, ja, mich informieren, ich lasse mich überreden, den Oberkörper ein bisschen in Anspruch zu nehmen, die Beine etwas, ja, Ruhe zu gönnen. Setzt euch aufrecht hin, ihr wisst, was das heißt, es wird schwer. Das Schöne, ich habe jetzt Platz zur Seite. Werde ich es nutzen? Ja! Setzt euch hin, nehmt die Hände nach außen, Handfläche nach unten. Beginnt bitte, zur Faust zu ballen, sieht einfach besser aus. Kleine, kurze, up and downs. Oberste Regel, bitte nicht die Arme hängen lassen. Lasst sie da aus. Nicht den hier, nicht aus den Handgelenken, aus den Armen, kleine, kurze. Jetzt könnt ihr mal zeigen, was da so in euch steckt. Noch 3, 2, Handrücke nach hinten, vorrück. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Rotation, vorrück. Wir merken noch nichts, natürlich nicht. Das ist nur der Anfang. Die Arme werden noch schwer genug. Ja. Noch 4, 3, 2, 1, up, down. Starten wir von vorne. Für 4, für 3, für 2, für 1, vorrück. 4, 3, 2, 1, Rotation. Jetzt. Dritte und vielleicht letzte Runde. Auf, ab. Arme werden schwerer. Na, noch nicht. Das Lied ist noch lang. 4, 3, 2, 1, viel Spaß, vorrück. 4, 3, 2, 1, nach Rotation. Ah. Wisst ihr, was noch cooler ist? Macht das Ganze doch mal schneller. Go, zap, 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 zap. So, jetzt hat Vorteile, wer kurze Arme hat. Kleinen Hebel. Das ist bei uns beiden der Fall, glaube ich sogar, oder? Ja, manchmal ist kleiner gewachsen. Vorteilhaft. Die dicken Armbanduhren könnten sich jetzt negativ auswirken. Die letzten 4, 3, 2, 1. Arme zur Seite. Geht vor, zurück, vor, rück, vor, rück. Öffnet schön im Oberkörper. 4, 3, 2, 1, außen halten, kleine, kurze, Ellenbogen nach hinten und Schulterblätter aneinander, genießt es. Wow. Letzte Runde, ich schwöre, Arme außen, auf, ab. Jetzt sind sie schwerer geworden. Oh. Für die Kamera lächeln, das ist der einzige Grund, jetzt noch die Zähne zu zeigen. 3, 2, 1, vor zurück! Rotation! Gut, wir können gleich den Lenker nicht mehr fassen, aber hey! Und Arme hinlassen. Gut, ausschütteln. Therapeutische Schmerzverlagerung. Von den Schultern, von den Armen in die Beine. Dreht die Belastung auf. Jetzt geht's wieder in den nächsten Anstieg. Ah. Etwas noch drauflegen on top. Spürt. Er fühlt. Hallo. Am Sportpartner. So Leute. Er spürt jetzt, wie der Schmerz hier rausgehen wird. Und ich schwöre, es wird passieren. Irgendwann. Bergig wird's und schneller wird's. Etwas mehr Belastung. So, jetzt musst du noch kamerascheu. Genau, Blick in die Kamera. Oh, herrlich. Mehr Belastung, Leute. Ich bin leicht abzulenken, man merkt es, gell? 4, 3, 2, halbe mehr bleibt sitzen. Die Ruhe vom Sturm. Das ist noch nicht das, was wir haben wollen. Ich spüre noch was in den Schultern.
kein gutes Zeichen. Das bedeutet mehr Belastung. Jetzt. Viertel mehr. Jetzt. Gut. Einer geht noch. Viertel jetzt. Ah. Es kommt die Standrunde. Oder wisst ihr was? Wir warten dann noch. Viertel mehr. Jetzt. In den Stand. Jetzt. Viertel mehr. Letzten Sekunden. Wenn wir uns setzen, reduzieren wir etwas. Etwas. Nicht zu viel. Aber beschleunigen. Setzt euch. Reduziert ein bisschen. Nicht alles raus. Erhöht das Tempo. Es kommt der Belastungssprint. Jetzt dürft ihr die Scheibe mal glühen lassen. Ihr seid soweit. Go! Oh, ja. Noch 25 Sekunden. In den Stand in 3, 2, 1. Hoch geht's. Letzten Sekunden. Die letzten 4, 3, 2, 1. Setzt euch langsam. Ausrollen. Geil. Oh, kurzer Booster kommen. Sehr gut, Leute. Und ihr schlagt euch tapfer für den Anfang. Die Hälfte meines Skriptes ist durch. Leider Gottes habe ich eine zweite Seite hinten ran. Also wir sind noch nicht ganz fertig. Viertel mehr. Jetzt. Ich höre schon. Es wird schneller, oder? Es wird schneller. Erhöht das Tempo wieder. Es kommt die zweite Runde, Leute. Ein bisschen flotter. Etwas schneller. Ja. Letzter Sprint. Let's go. Ha. Jawohl, genauso. Bleib beim Tempo. Könnt ihr das im Stand jetzt etwas länger? Go. Ein paar Sekunden noch. Ah. Sehr gut, haltet durch. 4, 3, 2, 1. Setzt euch aus. Okay, reduziert die Belastung. Sehr gut. Bisschen runterkommen. Pause. Wohlverdient. Hi. Stefan, alles gut? Hi. Sehr gut. Ja, nicht schlecht. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen dranhängen könnt, wäre ich euch dankbar. Ihr kriegt ungefähr eine Minute Zeit, um was zu trinken, zu essen, Urlaub zu machen, was auch immer ihr in der Zeit schafft. Jetzt war eigentlich abgesprochen, dass wir jetzt Essen an die Räder bekommen. Warme Suppe oder so. Ich guck mal hier in die Runde. Und mit Runde meine ich, wir sind hier zu dritt plus Hund. Also, das ist kein Public Viewing oder sowas. Ja, hey, haben's gleich. Das ist die letzte Etappe auf dieser Seite zumindest. Danach drehe ich einmal kurz die Seite um. Da machen wir so richtig schön den lockeren, smoothen Abschluss. Und dann haben wir's. Es kommt ein bisschen sommeraffine Musik bei mir. Das heißt, so ein bisschen diese, ja, herrliches Sonnenwetter bei diesem Ambiente, so ein bisschen auch frönen. Das ist das, was wir jetzt vorhaben. Und ich merke, ich rede wieder zu viel, trinke zu wenig. Leute, trinkt fleißig, ehrlich. Wasserhaushalt auffüllen. Oder schwitzt halt nicht. Was ihr wollt. So. 100
135 Beats, das ist das nächste, ja, der nächste Start. Dann geht's bergauf, bergaufer, mit einem Bergultimo und Rampen. Also mal kräftigste, gute, steile Profile. 135, ich wäre euch verbunden, wenn ihr jetzt bitte moderate Belastung einlegen würdet. Wir starten Cuba. Palmenfeeling. Ja, das Tempo des Liedes an. Dann, let's go. Zap, 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 nicht schneller. Jedes Mal, wenn es in den Stand geht, schonen wir uns nicht, sondern nehmen richtig kräftig Belastung ein. Das, was wir gerade noch so realisiert bekommen im Stand. Das dauert nicht lange, es sind kurze Intervalle. Erste Runde startet in 3, 2, 1, let's go, go, hopp! Oh, Gegenbelastung! Letzte Finger! 3, 2, setzt euch, reduziert! Das Tempo bleibt! Erste Runde! Check! Sehr gut! Die zweite Runde folgt, schon mal jetzt ein bisschen mehr Belastung! Ihr seid soweit, bin ich dann, go, ha. Wer kann Viertel mehr? 3, 2, 1, reduziert im Sitz. Ab jetzt wird's ein bisschen höher vom Belastungsprofil. Ab jetzt schon im Sitzen deutlich mehr belasten. Aber noch tretbar. Das Tempo muss haltbar sein. Wir legen noch eine Schippe rauf. Im Stand. Los geht's. Jetzt. Gut, so haltet euch. 4, 3, 2, 1. Setzt euch. Nicht reduzieren. So, jetzt heißt es erstmal durchhalten. Nur das Tempo halten. Zap, 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 zap. Viertel mehr. Jetzt. Geht noch einer. Viertel mehr. Jetzt. Letzten 20 Sekunden, dann haben wir noch eine Standrunde für euch. Viertel mehr, jetzt. Kommt schon, haltet das Tempo. 3, 2, 1, letzte Standrunde, go ab. Wir haben vergessen, noch Belastung reinzuwählen. Stefan, Viertel mehr. Kürze, halte durch! Letzte Sekunden! Die letzten 4! Letzten 3! 2! 1! Setzt euch! Gut! Reduziert! Schön, wenn das Schnaufen lauter ist als die Musik! Gott sei Dank gibt es Audio. Bearbeitungsprogramme. Unser Schnaufen raus. Musik aufgedreht. Ist das Pausenmucke? Nein! Ist es nicht! Mehr Belastung! Wir sind direkt im leichten Anstieg. Für diejenigen, die nicht gerne Anstiege fahren, Leute, dann nehmt euch Gegenwind. Immer kräftigerer Gegenwind. An der Küste entlang. Rechts das Meer. Links. Oder rechts und links. Wie ihr wollt. Mehr Belastung. Handposition Nummer 1. Ich entscheide mich auf 1. Viertel mehr. Jetzt.
Wir starten mit Handwechsel. Von der 1 auf die 3. Vor, vor, zurück, zurück. Vor, vor, zurück. Rechts als erstes vor, 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 zurück, zurück. Vor, vor, können wir es Double Speed. Let's go. Vor, vor, rück, rück, vor, vor, rück, rück, vor, rück. Vor, gar nicht schlecht für den Anfang. 4, 3, 2. Bleibt auf der 1, in den Stand, hoch. Gut, mehr Belastung. Oh, der Knopf. Ich glaube, mein Ohr ist nicht richtig geformt. Langsamer Handwechsel im Stand diesmal. Es geht vor, vor, zurück, zurück. Vor, vor, zurück. Zweimal noch. Vor, vor, zurück, zurück. Letzte Mal. Vor, vor, doppeltes Tempo. Los geht's. Vor, vor, rück, rück, vor, rück, vor, rück, vor. Viermal noch rechts rum. 4, 3, 2, 1, andere Richtung. Links, 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 links. Viermal noch. 4, 3, 2, 1. Bleibt auf der 3. Etwas mehr Belastung. Jetzt. Gut so. Wir fahren Kurven. Mitte, rechts, Mitte, links von mir aus. Mitte, 2, rechts, Mitte, nach links, Mitte, nach rechts, Mitte, nach links, eine Zeit. Mitte, rechts, Mitte, links, Mitte, rechts. Spannung auf den Armen lassen. Tempo bleibt. Mitte, links, Mitte, rechts. In der Mitte einen Liegestütz. Heißt Mitte, tief, hoch, nach rechts. Mitte, Liegestütz, hoch, nach links. Mitte, Liegestütz, hoch, nach rechts. Letzte Mal. Dann haben wir's. Und setzt euch jetzt. Das Tempo bleibt nahezu identisch. Das Tempo. Tick, 2, 3, 4. Tick, 2, 3, 4. Ein Stufenberg. In jedem Refrain in den Stand. Deutlich mehr Belastung, die wir dann nicht mehr reduzieren werden. Ab jetzt wird steiler, Leute. Viel Spaß. Na dann, erste Stufe. 3, 2, 1, in den Stand. Hoch. Geizt mir nicht zu sehr mit der Belastung. Setzt euch jetzt. Ach, ja. Machbar. Na dann. Zweite Runde, mehr Belastung. Hoch. Gut so. 4, 3, 2, 1. Setzt euch. Ich glaube, ich habe eine verkehrte Belastung gewählt. Was kann man dagegen machen? Viertelmeer. Jetzt. Wenn schon quälen. Dann richtig. Kürzer. In den Stand. Go. Hopp. Ich glaube, das habe ich jede Playlist. Ein so ein blöden Fehlstart. Na gut. So. Freude eurerseits. Viel mehr. Jetzt richtig. Letzten Sekunden. 3, 2, 1, setzt euch jetzt. So, volle Belastung auf die Beine. 3, 2, 1, reduziert ein bisschen. Nicht ganz raus, Tempo bleibt. Es kommt der Berg Ultimo. Mit 2, 3, 4, 5. Rampen. Mal gucken. All in. Alles, was geht.
Legen wir los. Deutlich mehr Grundbelastung. Tempo langsam. Genießt es. Tief. 2, 3, 4. Erstmal ordentliche Grundbelastung wählen. Viertelmeer, jetzt! This house party is crazy. My crew is hella waving. Yo, flip the cup, then save something. Slide out with your baby. Yes. No ifs or buts about it. My style is technotronic. Got grips and models, so spin the bottle. Nach oben, I'm just getting started. Get up, get up, get up. Pump the volume, you feel the bass. Macht euch bereit. Lasst es ab. Und alles, was geht. Maximale Belastung. 3, 2, 1. Go. Volles Foot. Schönen Wiegetritt. Mit Genießen hat das hier gar nichts mehr zu tun. Viertelmeer. Gut, das Schnaufen schneiden wir raus. Hier schnauft kein Trainer. Hier schnauft kein Stefan. Einzige, die schnaufen dürfen, seid ihr. Viertelmeer. Jetzt. Ich würde ja sagen, setzt euch. Da muss ich mich aussetzen. Stattdessen Viertelmeer. Jetzt. Letzten Sekunden. 4, 3, 2. Ein, reduziert. Nicht setzen. Keiner sagte was von Sitzen. Okay. Tempo wieder annehmen. Zap, 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 zap. Setzt euch. Jetzt. Yeah. We be raging round the clock. Feel that bass around the block. Feel that red cup to the top. Pass die letzte. Käme da nicht noch ein paar dazwischen. Look around, we in the storm. Round the world, we party on. We go all night strong until etwas mehr Grundbelastung. Ihr wisst, was auf euch zukommt. Davon haben wir noch ein bisschen. Turn me on and let me do my thing. Handposition Nummer 3. In den Stand nach oben. Zweite Runde. 3, 2, 1. Rampe! Gut so, Leute, haltet durch. 4 Seiten oben, 4 im Sitzen. Ladies, hoch. 2, 3, 4. Setzen. 3, 4. Hoch. 3, 4. Setzen. 3, 4. Letzte Mal. Hoch. 3, 4, setzt euch. Reduziert ein bisschen. Ah, wir kriegen Unterstützung, sehr schön. Das war's? Noch nicht. Eine Runde noch. All in den Start. Letzte Rampe. Jetzt! 30 Sekunden. Trennt euch bis zur Pause, Leute. Beißt durch. Zähne zusammen. Und jetzt wirklich Limit. Go! Jeder das, was er noch trägt. Drei, zwei, ein. Reduziert. Nicht setzen. Nicht setzen. Okay. 3, 2, 1. Setzt euch. Good. Alright. So, ich muss ja irgendwie noch schaffen, die letzte Runde zu kommentieren. Prost. So Leute, kurz feedbackgebend. Wir haben jetzt 49 Minuten roundabout. Also wir sind 10 Minuten vom Ziel entfernt. Das bedeutet für mich, ich werde jetzt einmal kurz das Ding hier nehmen. Das war meine Playlist. Jetzt zweite Seite. Oh, wir hatten die Playlist gestaltet. Ach, das war ich. Gut, 3 Lieder, das hört sich machbar an. Wir starten mit 71 Beats. Das ist ein schönes, angenehmes Bergauftempo. Wenn da nicht die Sprints dazwischen wären, diese 2, 3 kleinen schnuckeligen Belastungssprints, dann haben wir ein Pausenlied, da noch ein bisschen runterkommen und dann geht's ins Finale.
Das wird, ich kündige schon mal, sehr schnell. Wir sind dann nicht mehr in Beats von 130, 140. Wir toppen das Ganze nochmal. Bedeutet für euch, ihr werdet euch bitte ans maximale Tempo wenden, das, was ihr technisch noch getreten bekommt. Solltet ihr merken, das ist nicht in unserem Tempo fahrbar, hey. Ich bin der Letzte, der euch anschreien kann, auch wenn ich es gerne wollte. An dieser Stelle, mir fehlt es tatsächlich, den einen oder anderen anzubrüllen. Stefan, du Pfeife! Sieh mal zu da! Wie habe ich das nicht gemacht die ganze Zeit? Ehrlich, das ist... Oh, jetzt habe ich schon einen Kunden hier, ne? Und dann bin ich auch noch freundlich. Gut, gewöhnt euch nicht zu lange dran. Wenn das Ganze wieder losgeht, auch im Studio, dann keine Gnade, Leute. Ja, dann habt ihr mich wieder dort, wo ihr euch haben wollt, wo ihr mich nicht haben wollt am besten. Sind wir los? Sehen wir zu. 71er Beat, nicht zu wenig Belastung, bitte. Okay, so. Muss man die Lautstärke ein bisschen höher drehen bei mir. Ich höre auf dem Knopf schon kaum noch was. Gut, das Tempo tief. 2, 3, 4. Right here, right now. Zap, 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 zap. Viertelumdrehung mehr, jetzt. Ah, komm, ein bisschen mehr. So, diese Belastung wird nicht mehr reduziert. Gewöhnt euch lieber schnell daran. Vor allem, weil es gleich schneller wird. Gegenbelastung. Es muss nicht das doppelte Tempo getreten werden. Aber es darf. Ich bin der Letzte, der euch da böse sein wird. Meine Damen, meine Herren. Wenn ihr soweit seid, werdet mir bitte ein bisschen schneller. Wieso sag ich bitte? Werdet verdammt nochmal ein bisschen schneller. Tempo, jetzt! Come on! Schluss mit lustig! In den Stand! Ja! Ha! Letzten Sekunden! Die letzten 4, 3, 2, 1, setzt euch! Langsam! Good. Das war Runde 1. Vom Einfachen zum Schweren. Methodisch, didaktisch. Viertelmeer. Jetzt. Eine Runde wollen wir noch beschleunigen. Eine haben wir noch. Dann kommen wir zur unmittelbaren Finalvorbereitung. Werdet schneller. Werdet schneller. Letzte Runde, Leute. Los geht's. Was an Reserven noch drin ist, mobilisiert es bitte jetzt. Götter. In den Stand. Gerab. Letzten Sekunden! Come on, high speed! Vier, drei, zwei, ein, setzt euch! Reduziert die Belastung. Good! Final Vorbereitung. Das ist das Gesicht, was ganz genau weiß, es kommt nur noch ein Lied und dann hauen wir den Grill raus. Ja! Herrlich! So Leute, mehr Belastung. Letzte Mal. Vorbereitung, Stand. Nicht schneller werden.
Jetzt wollen wir der Muskulatur ein bisschen Zeit geben, um gleich in maximaler Effektivität funktionieren zu können. Okay. Handposition Nummer 2. Handposition 1. Oberkörper fest. Die rechte Hand auf den Rücken. Oberkörper fixieren. Wechselt die Arme. Okay. Nur aus den Beinen. Genießt es. Die letzten 4. Letzten 3. 2. 1. Handposition 3. Mehr Belastung zur Belohnung. Es ist wirklich der letzte Anstieg, ich schwöre. Ihr habt im Hinterkopf 150 Beats gibt's gleich. Viertel mehr, jetzt. Viertel, jetzt. Viertel, jetzt. Viertel, jetzt. Eigentlich kannst du die Schraube... Ach komm, bleib da. Viertel mehr. Und bevor wir uns setzen, Viertel mehr. So. Good. Können wir noch ein letztes Mal. Letztes Mal. Viertel jetzt. 3, 2, 1. Reduzieren. Und zwar kräftig. Ich gebe euch 20 Sekunden, um ein bisschen runterzukommen. Dann aber 4 Minuten richtig gut hohem Tempo. Versucht nur das Tempo zu halten. Das ist unser Finale für heute. Damen und Herren, letzte Mal an die Wasserflasche. So. Ich darf bitten. So, Stefan, jetzt heißt es mal. Sehen, was das Bike so fahren kann. Go, hop, zap, 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 zap. Bisschen Grundbelastung. Handposition 2, in die Stadt, go, hop. Geht zap, 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 zap. Wir fahren Jumps. Auf 4, 4, Zeit, dann geht hop, 2, 3, 4, setz. 4, 4, 6, 4, 4, 6, 4, 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
letzten Sekunden, ich schwöre, hier war gar nichts. Setzt euch jetzt. Stefan, jetzt nicht langsam werden. Jetzt nochmal das Tempo halten. Letzte Runde, bis zum Ende des Liedes. Viel Spaß. Ha. Ich würde euch ja sagen, wie lange es dauert. Aber ich bin kurzsichtig. Ich sehe das nicht. Tut mir leid. Dauert noch. Oh. Hört sich an wie fast das Finale, würde ich sagen. Ja. Komm schon. Die letzten 4, 3, 2, 1. Setzt euch. Letzte Sekunde, nicht langsam werden. Komm, 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 Stefan. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Ausrollen. Ausrollen. Okay, Trikot rutscht mir schon fast auf BH-Höhe. So, kurzer Schnaufen. Warte kurz, ich werde das Mikro mal wegnehmen, damit ich endlich richtig atmen kann. Sehr gut. Sehr gut, Leute. Wir haben's an dieser Stelle tatsächlich geschafft. Das ist nicht nur anstoßen, mit deiner anderen Flasche, die da voll ist, sondern auch ein Dankeschön, Stefan. Zack, das wäre quasi unser Handschütteln. Sehr gut, Leute. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, war's für heute gewesen. Ja, der erste Applaus kommt immer später, das kennt ihr noch, oder? Ich habe so lange schon keinen Spinning-Kurs mehr gegeben. Leute, erst kommen die Handschuhe, zack, in den Garten geworfen. Nicht meinen eigenen, also ich habe gerade, ja, ein paar Meter weiter rechts, du hättest nicht reinwerfen dürfen. Ihr seht den Teich hier nicht ganz genau, aber sehr gut. Meine Damen und Herren, ja, prima, für heute soll es das gewesen sein. Wir werden jetzt lediglich noch ein ganz klein bisschen runterkommen, ganz lockeres Cooldown und dann können wir mit ja, Standing Ovations dieses Setting verlassen. Gut, seid so nett. Die Belastung habt ihr mittlerweile auf ein Minimum reduziert. Sollte jemand Bikes von uns fahren, bitte bis an die ganz äußerste Schraubenstellung gedreht, ganz nach links und eine Viertelumdrehung dann wieder zurückgedreht. Dann richtet euch auf. Nehmt die Arme, lasst sie hängen. Oberkörper aufrecht, Augen geöffnet oder geschlossen, das ist mir egal. Die Schultern rückwärts kreisen, bitte. Nehmt die Hände, verschränkt sie bitte. Einmal nach vorne, nach oben, nach außen, hinten und. Okay. Die Arme hängen lassen, lockern. Hände ausschütteln. Gut. Dann nimmt die Arme bitte wieder an den Lenker. Handposition 3. Rechtes Bein bitte nach unten. Stellt euch hin. Nehmt die rechte Ferse gen Fußboden. Nach unten senken, bis die Rückseite des Unterschenkels die Wadenmuskulatur leichten Zug verspürt. Haltet die Position. Okay. Wechselt langsam die Seite. Und dann steigt bitte vom Bike. Ihr hört es eigentlich immer von mir. Die Sicherheitsschlaufen bitte lösen. Auch bei direkt definitiv von unseren Bikes bitte. Die Beine ausschütteln. Umfasst bitte ein Sprunggelenk, zieht es nach hinten, beide Oberschenkel nebeneinander, die Hüfte nach vorne schieben. Okay. Sanfte Dehnung des Oberschenkels. Je intensiver die Stunde, desto sanfter bitte die Dehnung. Wechselt die Seite.
Dann seid so nett, stellt euch etwas über Schulterbreit auseinander, mit dem Oberkörper nach vorne unten, Arme hängen lassen, bei gestreckten Beinen, den Oberkörper locker, bummeln lassen, Schultern locker, leicht wippend auf und nieder, die Hände zum rechten Fuß wandern lassen. Über die Mitte langsam zum linken. Dann in die Mitte wieder zurück. Die Beine leicht anwinkeln, langsam Wirbel für Wirbel aufrollen. Einmal rausstrecken, einmal lang machen. Und jetzt passen mit diesem Wetter. Ist das Bomben ausgesucht. Über die Körpermitte zur gegenüberliegenden Seite. Na, letzte Mal strecken. Tief ausatmen nach unten. Tief ein nach oben. Und dann, meine sehr verehrten Damen, dann meine Herren, das war's für heute gewesen. Schöne Sache, saubere Leistung. Gar nicht schlecht. Wir machen in diesen Zeiten mal ein Fistbomb. Habt ihr gut gemacht. An dieser Stelle, ja. Mikro aufgefangen übrigens. Top-Leistung, gar nicht schlecht. Das war Torben Rehberg, Aktivita Paderborn, bei Stefan zu Hause im Garten. Vielen Dank an alle, die hier das ermöglicht haben. Und wir sehen uns im nächsten Workout. Wenn ihr bitte so nett wärt, würdet hier unten einfach abonnieren. Daumen hoch, bitte kein Daumen. Doch. Kritisiert, was ihr wollt, seid ehrlich und abonniert unseren Kanal, guckt euch die nächsten Videos an. Das war's für meine Seite aus. Schönen Tag, bleibt fit, bleibt tapfer, habt ihr gut gemacht. Top!